Was lange währt, wird endlich gut. Wir hoffen mal, dass das auch für die Berliner Bäder gilt. Lange haben wir auf das Bäderkonzept gewartet, liebe Zuschauer. Heute hat Sportsenator Frank Henkel das Konzept dem Senat vorgestellt. Danach soll die Berliner Bäderlandschaft eine neue Struktur bekommen. So sollen die Hallenbäder verstärkt nach Nutzergruppen aufgeteilt werden. Und es ist auch geplant, zwei Multifunktionsbäder neu zu bauen in Mariendorf und in Pankow. Die Schließung von Bädern ist auf alle Fälle vom Tisch. Alle Standorte bleiben erhalten. Das ist der politische Wille, und zwar fraktionsübergreifend. Der Plan, zwei neue Bäder zu bauen, ist jedoch ein deutlicher Kurswechsel. Viele Jahre lang wurde ausschließlich die Sanierung des Bestands finanziert, und auch das nur halbherzig. So liegt der aktuelle Sanierungsstau bei 93 Millionen Euro. Nun soll ein Teil der Mehreinnahmen Berlins auch in die Bäder fließen, und das macht den Bau der zwei neuen Multifunktionsbäder in Pankow und Mariendorf möglich. Sie sollen 60 Millionen Euro kosten und an 365 Tagen im Jahr geöffnet sein. Die Bäder gelten als Pilotprojekte, denen langfristig zwei weitere Multifunktionsbäder folgen sollen. Was verspricht sich Bäderchef Ole Bestedt-Hensing von den Ganzjahresbädern der Extraklasse? Ich frage nach. Viel. Das ist das erste Mal seit vielen Jahren, dass wir in Berlin neue Bäder bauen. Diese Bäder kann man den modernen Anforderungen der Bevölkerung anpassen. Das heißt, wir können für alle Bevölkerungsschichten etwas in jedem Bad abbilden und können sie deutlich wirtschaftlicher betreiben als bisher. Das ist ein Riesenfortschritt. Könnte dem Bild noch ein bisschen Farbe geben? Also was kann man sich konkret vorstellen, was für Angebote dort sein werden? Auf jeden Fall, eines unserer Kernthemen ist natürlich Sport. Alle dieser Bäder werden modern, sportmäßig ausgestattet mit automatischen Zeitmesseinrichtungen. Also ein großer Fortschritt für den Sport. Aber wir bieten eben auch gleichzeitig was für die Familien, dass man sich erholen und entspannen kann in den Bädern. Und zwar im Winter als auch im Sommer. Im Winter ist das im Augenblick bei uns nicht so gut möglich, außer im Bad am Spreewaldplatz. Und es gibt etwas zur Entspannung, insbesondere für die etwas älteren Bevölkerungsgruppen, Saunen und dergleichen. Und das kombinieren wir in einem Bad und haben somit wirtschaftliche Vorteile, aber eben auch ganz einfach Größenvorteile, dass Sie das erleben können, was Sie gerne erleben möchten. Wirtschaftliche Vorteile, weil Sie dann mehr Kunden binden können an so ein Projekt oder weil dort auch die Preise anders aussehen werden? Weil wir mehr Kunden binden können. Die Preise, die wir im Vorfeld kalkuliert haben, was die Grundlage für dieses Bäderkonzept ist, sind etwas niedriger als die Preise, die wir im Augenblick haben. Und das liegt eben genau daran, dass diese Bäder wirtschaftlicher funktionieren. Also es werden mehr Menschen diese Standorte besuchen. Das haben alle unsere Studien ergeben. Und dadurch, dass man sie eben etwas anders betreibt, nämlich mit längeren Aufenthaltsdauern, sind die Nebenbetriebe effizienter und wirtschaftlicher. Und so wird das ganze Bad mit weniger Verlusten auskommen als unsere bisherigen. Bleiben wir mal beim Thema Geld. 50 Millionen im Jahr reichen heute schon vorne und hinten nicht, um den Bestand zu sanieren. Ist das auch ein Thema im Konzept? Ja, natürlich ist das ein Thema im Konzept. Ich glaube, es ist allen in Berlin klar, der Politik wie allen Bürgern, dass wenn man zusätzlich Bäder baut, die auch Verluste machen, dass man natürlich auch zusätzliches Geld braucht, diese zu betreiben und natürlich auch den Bestand in Ordnung zu halten. Und ich gehe mal davon aus, dass das dann auch so kommen wird. Sie wollen ja die bestehenden Bäder auch mehr nach Nutzergruppen aufteilen. Erhoffen Sie sich dadurch mehr Effizienz beim Personal? Ja, auch, aber das ist nicht das Entscheidende. Wir möchten einfach unsere Bäder so betreiben, wie sie sind. Wir haben fantastische historische Bäder in Neukölln oder in Charlottenburg zum Beispiel. Die laden ja förmlich ein zur Entspannung und Erholung in angenehmen Temperaturen, so wie sie nämlich ursprünglich auch gebaut worden sind. Das in Neukölln nämlich als römisches Bad und das in Charlottenburg eben auch als ein sehr interessantes historisches Bad. Wir haben andere Bäder, zum Beispiel in Kreuzberg ein Wellenbad. Das eignet sich insbesondere für Familien und Kinder. Und wir haben natürlich weiterhin unsere normalen Sportbäder, die wir auch so betreiben. Also diese Differenzierung bietet einfach mehr Möglichkeiten für alle Bürger in Berlin. Die können dann eben viel mehr Dinge in unseren Bädern erleben, als sie es bisher konnten. Und wie werden Sie den Personalengpass bewältigen und kompensieren in der nächsten Zeit? Also wir haben grundsätzlich keinen Personalengpass. Wir haben ja das bestehende Personal, beschäftigen wir natürlich weiter. Es gibt auch nicht weniger Stellen bei den Bäderbetrieben. Im Gegenteil, es wird mehr Stellen geben. Aber wir haben durch die Sanierung mehr Bäder hinzubekommen, für die wir tatsächlich nicht ausreichend Personal haben. Das verteilen wir nur anders. Und ich glaube, wir werden mit dem bestehenden Personal nicht noch zusätzlich Bäder betreiben können, sondern es wird neue Stellen geben müssen bei den Bäderbetrieben. Herr Bestedt-Hensing, glauben Sie, dass Sie mit diesem Konzept diese schwierige Gratwanderung zwischen Attraktivität der Bäder und Daseinsvorsorge erreicht haben?
Ja, denn wer sagt denn, dass Daseinsvorsorge nicht attraktiv sein soll? Also jeder Park ist auch Daseinsvorsorge. Das heißt, Daseinsvorsorge, wie sie in Berlin definiert ist, ist eine Kombination durchaus aus dem Sport, aber auch aus Erholung und Entspannung. Und selbstverständlich ist das Daseinsvorsorge. Über diese Kombination wurde in den Koalitionsfraktionen SPD und CDU lange diskutiert, wie Tim Christopher Zehlen mir erzählt. Mit dem Ergebnis ist der CDU-Abgeordnete und stellvertretende Vorsitzende des Sportausschusses durchaus zufrieden. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein guter Tag für den Sport und für die Schwimmer in Berlin. Ich glaube, dass uns hier schon etwas gelungen ist mit der Koalition, hier Investitionen zu tätigen. Sie wissen, dass wir ein großes Haushaltsplus in Berlin erwirtschaftet haben mit über 800 Millionen. Und es ist richtig, dass wir neben der Schuldentilgung auch Geld investieren wollen. Und das ist in die Bäderbetriebe gut investiertes Geld. Die Kombibäder haben großen Zuspruch bei der Umfrage erhalten bei den Berlinern. Da frage ich mich, wieso gibt es da nicht mehr Kombibäder und wir schließen dann doch vielleicht ein paar unattraktive in Berlin? Schließen wollen wir nicht. Da stehen wir zu unserem Wort in dieser Koalition. Wir glauben, dass die 37 Bäder, die wir am Netz haben, flächendeckend den Bedarf decken. Sie wissen, wir brauchen das für den Schulschwimmsport auch vor Ort. Uns nutzt kein Kombibad in Pankow, wenn wir in Reinickendorf nachher ein Bad schließen müssten. Das wollen wir auf keinen Fall. Was wir aber wollen, ist mit diesen beiden Bädern mal prüfen, wie hoch die Attraktivität sein kann, an einem Standort verschiedene Nutzerinteressen zu bedienen. Sportschwimmer, Freizeitschwimmer und auch die, die im Sommer nach draußen schwimmen wollen. Das wollen wir an einem Standort oder an zwei jetzt mal testen und dann gucken wir, wie die Zukunft aussieht. Die zwei Standorte stehen ja fest. Das sind Pankow und Mariendorf. Warum gerade diese beiden Standorte? Ich glaube, es macht Sinn, das über die Stadt auch gut zu verteilen, dass sowohl im Osten als auch im Westen der Stadt es große Nutzerinteressen gibt, die das in Zukunft auch besuchen sollen. Insofern sind das ganz natürliche Dinge. Sie wissen, in Mariendorf stehen Investitionen in gleich drei Bädern sowieso an. Es macht also hier Sinn, es mit einem völlig neuen Standort oder einem neuen Bad einfach mal auszuprobieren. Das ist natürlich und Pankow ist eben der Bezirk, der mit am stärksten wächst, wo die meisten Menschen in den nächsten Jahren auch hinziehen werden. Und auch das macht völlig Sinn, es dort eben zu errichten. Herr Zehlen, was nützen uns 62 Standorte, wenn wir zu wenig Geld haben, um die fit zu halten? Wir hatten das in der Vergangenheit ja oft, dass viele der Bäder geschlossen waren, es auch immer noch so ist. Wie ist das in Zukunft ausfinanziert? Ich glaube, dass die Bäder mehr können, als sie momentan auch noch bieten. Sie wissen, wir haben bei den Preisstrukturen die Bäder etwas verändert. Es geht jetzt darum, mehr Nutzer zu gewinnen. Ich glaube, dass wir mit den beiden Kombibädern das auch erreichen werden. Ich glaube, wir werden mehr Menschen auch in die Bäder bringen am Ende des Tages. Ich glaube, die Bäder geht es gar nicht so wahnsinnig schlecht. Ich glaube, dass man mit viel Kraft eben da eine gute Zukunft auch kommen kann. Glauben Sie, dass das zu vermitteln ist? Also ich denke jetzt zum Beispiel mal an das Bad in Spandau Süd. Das wurde ja saniert, hat auch, glaube ich, 4 oder 5 Jahre lang gedauert. Das Ergebnis ist, dass die Berliner weniger Service haben als vorher. Zum Beispiel ist die Sauna nicht wieder neu saniert worden. Ärgerlich, keine Frage. Wenn das sozusagen das Ergebnis ist nach 4 oder 5 Jahren, dass wir nachher nicht die gleichen Nutzungsmöglichkeiten haben, wie wir sie hatten, ist das keine Frage. Ich war selbst schon in Spandau Süd. Ich finde, das Bad ist insgesamt sehr schön geworden. Es wird auch angenommen. Sanitärbereiche sind attraktiv gestaltet worden. Man hat sehr viel auch im äußerlichen Bereichen getan. Ich glaube, das Bad ist wesentlich besser, als es oftmals auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Aber klar, Ziel muss es sein, dass die Bäder, die ans Netz kommen, auch hochattraktiv sind. Mit den beiden neuen Standorten garantieren wir das auf jeden Fall, dass dort zwei Bäder entstehen, die nachher den neuesten Bedingungen sowohl auch energetisch als auch für die Nutzerinnen und Nutzer eben auch zur Verfügung stehen. Attraktiver Freizeitspaß, ja, aber nicht auf Kosten der Grundversorgung, so die Haltung von Bündnis 90 Die Grünen. Eine Sache freut mich, dass wir jetzt nicht mehr über Bäderschließungen reden. Die Frage ist aber, ob die Prioritäten richtig gesetzt sind. Das heißt? Für uns als Grüne steht im Mittelpunkt eine Art Grundversorgung, insbesondere Schulschwimmen, Vereinsschwimmen, dass alle Berliner und Berlinerinnen schwimmen gehen können, das erreichen können, das auch bezahlen können, steht im Mittelpunkt. Die Orientierung von Herrn Bestert-Hensing, die da immer noch drin steckt, mit seinen freizeitorientierten Bädern, die müssen wir, glaube ich, noch mal sehr genau angucken und auch im Parlament diskutieren. Nun gibt es aber auch viele Berliner, die genau das wollen und die sich vielleicht durch die reinen Sportschwimmer auch gestört fühlen und die auch in Bäder kommen würden, wenn ein entsprechendes Angebot da ist. Das soll ja exemplarisch ausprobiert werden mit den beiden Neubauten. Da sind wir gar nicht dagegen, das sozusagen zu erproben, ob das ein brauchbares Angebot ist. Wir müssen aber auch bei den jetzt schon vorhandenen, als freizeitorientiert gelabelten Schwimmbädern, wie zum Beispiel dem Stadtbad Langwitz, fragen, ist das richtige Angebot, vor allem in Kombination mit dem Eintrittspreis, 7,50 Euro Tageskarte, wenn ich nur eine Stunde schwimmen gehen will mit meiner Tochter. Da müssen wir, glaube ich, gemeinsam noch mal sehr genau hingucken, weil die Bäderbetriebe haben, insbesondere seit dem neuen Preiskonzept, und ich würde sagen, nicht nur wegen des Sommers, einen Rückgang der Besucherzahlen.
Stichwort Preise. Es wird zwar versichert, dass durch die neuen Kombibäder die Preise nicht erhöht werden, aber haben Sie Sorge, dass sich da doch noch was ändert? Ich hoffe sehr, dass die Preise dadurch nicht erhöht werden. Die Finanzierung muss jetzt im Haushalt dann abgebildet werden. Wir haben ab Sommer die Beratung zum neuen Doppelhaushalt. Und da werden wir natürlich sehr genau hingucken, wie die Koalition das in den Haushalt, in die Investitionsplanung einstellt. Und wir werden sicherlich auch im Sportausschuss und im Hauptausschuss, also bei Finanzen, darüber reden, wie ist das Betriebskonzept? Kann das aufgehen oder wird das durch die Hintertür doch der Berliner, die Berlinerin über die Eintrittspreise zahlen müssen? Weil das würde dann insbesondere Familien wieder rausdrängen aus den Schwimmbädern. Das kann nicht in unserem Interesse sein. Alle Parteien sehen in dem Bäderkonzept einen lang erwarteten und wichtigen Schritt für die Zukunft der Bäder. Über den Erfolg entscheiden letztlich die Berliner. So sollen in den nächsten 10 Jahren 30-40% mehr Besucher ins Wasser gelockt werden. Ein Angebot für alle Berliner, egal ob für Sportbegeisterte, für Wellness-Fans, für Familien, Vereine oder Schulen. Die Interessen aller Berliner sollen hier befriedigt werden. Und das attraktiv, preisgünstig und standortnah. Das Bäderkonzept 2025 ist mit Sicherheit eine große Herausforderung für das Unternehmen. Und die Umsetzung wird mit Sicherheit ebenfalls noch einige finanzielle Härten verlangen.